Willkommen zurück zum Earthbound Halloween Hack. Ich habe ein bisschen gelevelt und ein bisschen meine ich auch nur ein bisschen. Level 6. Ein, zwei Level habe ich vielleicht gelevelt oder so. Und ich habe auch eine Kiste geöffnet, nämlich die da. Und wie ihr seht, ist auch alles wieder normal. Yay, das war anscheinend wirklich nur ein Bug oder so. Jetzt frage ich mich, ob ich an diesen Typen hier vorbeikomme. Das sind jetzt aber nicht so viele, zum Glück. Das könnte ich schaffen. Ja, das könnte ich schaffen. Falscher Knopf. Ja, so wird das nix. Okay, einen habe ich besiegt. Vielleicht habe ich Glück. Also der macht schon mal nichts. Macht wieder nichts. Ah! Mach's nicht so spannend. Au! Was ist denn jetzt los? Das ist ja ein wildes Hin und Her. Aber ich habe gewonnen. Yay. Und Level 7. Sehr schön. Was ist hier drin? Was? Die Mülltonne wackelt. Ich will wissen, was da drin ist. Du hast es endlich nach Winters geschafft. Die Erde und der Himmel sind in Roh ist keine Bezeichnung von Farbe. Sind in dunklem Schwarz gehüllt. Die Bäume brennen lichterloh und das Gras hat sich orange gefärbt. Die frierende Luft heult durch die eisige endlose Nacht, während du dort stehst und zitterst. Die Kälte sticht durch deine Augen, während deine Sinne während deine Sinne schwächen und dein Kopf beginnt zu schmerzen. Ein immenses Gefühl von Beklemmheit bekommt dich und reißt dein Gehirn auseinander. Die Welt ist tot. Tod permeates? Ich habe das auch nicht gehört. Jede Oberfläche sticht dich in die Augen, deine Ohren und deinen Rachen. Aber trotzdem bewegen sich deine Beine vorwärts. Immer noch bei einer unbekannten Macht. Varric, Monster Hunter, Demon Slayer. In einem Land des Horrors, weit entfernt von allem, was du dir je hättest vorstellen können. Was erwartest du hier vor dir? Du bist all den Weg hierher gekommen, um das Schlimmste zu suchen und du hast es gefunden. Das sieht ein bisschen trippy aus. Willkommen im Land of Doom! Ich trau mich gar nicht vorwärts zu gehen. Muss ich aber wohl. Ist hier immer noch? Nein, hier ist jetzt eine Höhle, okay. Hier war doch eigentlich sonst das Internat. Und jetzt ruckelt wieder. Diese Farben sind zu viel für mein Aufnahmeprogramm für den Emulator nicht. Der läuft fein. Ein nerviger alter Party, Mann. Ah, ich will gar nicht wissen, was du jetzt für ein Vieh bist.
verzweifelte Überlebende. Oh nein! Und er hat sich bei mir entschuldigt. Oh! Oh nein! Was mache ich hier nur? Der ist auch gerade von mir weggerannt. Ah! Oh nein! Ich fühle mich so schlecht! Ich fühle mich so schlecht! Und sag ein letztes Mal sorry! Nein! Oh! Letzte Ration, aber wenigstens habe ich was zu meinen. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ich will gar nicht dann wissen, was mit den Zombies los ist. Oh nein, ein Grab. Dieser Grabstein ist einer von vielen. Willst du speichern? Okay, die kann ich auch speichern. Schön zu wissen. Die Welt dort draußen. Gefährliche Monster und Flüchtlinge überall. Veränderte Länder und die seltsamen Ebben des Flusses oder des Sees. Bitte sei vorsichtig, etwas Böses geht vor sich. Es ist so gefährlich da draußen, bitte ruh dich aus, trink etwas, vielleicht etwas Tee? Gerne, ich will mich gerne heilen. Fühlst du dich jetzt besser, viel Glück. Ja, ich werde dieses Spiel wahrscheinlich auch, das merkt ihr wahrscheinlich auch schon, ein bisschen mehr spielen als die anderen, weil ich finde das sehr interessant. Ich finde das sehr interessant und ich habe auch mal ein bisschen vermisst, was neues Earthbound-mäßiges zu spielen. Also bin ich ein bisschen gehypt auf dieses Spiel. Die anderen Spiele, die ich Let's Player kenne ich schon, die sind noch nicht abgebrochen. Keine Sorge, es kommen noch mehr Panel upon und sowas. Was ist denn mit diesem Starman passiert? Remnants. Ich bin so traurig, Warwick. Ich bin fast wieder tot. Ah, oh. Hey, das ist Geigers Zitat. Der hat sich selber erwürgt. Okay. PC-Karamell. Es ist ein einfacher Sieg. Ah, ich fühle mich aber trotzdem schlecht. Aber es ist auch nur ein Gegner. Diese Musik macht es auch nicht besser, vor allem wenn man die noch aus dem Original Earthbound kennt. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich bin ein Mörder. Ah. Halt es denn wenigstens alles oder sowas? Verzweiflung verbessert nur den Geschmack. Gut zu wissen. Tessie, bist du noch da? Nein, anscheinend nicht. Da ist ein Heiligtum. Sieht nicht gut aus. Aber kann ich da hin? Das Monster! Das will ich nicht alles übersetzen. Aber es ist ja der Halloween-Hack. Was habe ich nur erwartet, ne? Da muss ich lang, oder? Ja. Hey, das war doch nicht von hinten! No.
Naja. Wir können sie ja wieder voll heilen, also. Warum kommt der verzweifelte Überlebende nicht her? Selber schuld, ne? Selber schuld. Du warst gefährlicher als das Monster. Ja, meine PP sind halt immer dann leer, aber dann heile ich mich eben hier und gut ist. Und so, ja, ich habe noch ein bisschen getrunken, jetzt ist mein Hals nicht mehr so kratzig. Ich mache das noch zu einem Running Gag auf meinem Kanal, mein kratziger Hals. Weil es geht nicht weg. Ich hoffe, es bleibt nicht so, weil dann kann ich meine Traumkarriere vom Synchronsprecher an den Nagel hängen. Verzweifelter Überlebender. Ich will eine Ration haben. Ich weiß, du bist auch nur ein programmierter Gegner in diesem Spiel, deshalb habe ich kein Mitleid mit dir. Du warst mal ein nerviger alter Partymann, das weiß ich. Warum sollte ich jetzt Mitleid mit dir haben? Ich fühle mich immer noch schlecht. Warum ist denn hier alles so rot, orange? Ich sagen, es ist schon ziemlich beunruhigend. Ich frage mich, ob es hier tatsächlich auch sowas ähnliches wie ein Pazifisten-Run gibt. Wahrscheinlich nicht. Das wäre ziemlich schwer. Stonehenge. Du siehst nicht ganz in Ordnung aus. Die Höhle ist jetzt weg. Also komme ich auch nicht zum Heiligtum. Ist denn Dr. N in das Labor hier? Yep. Das ist immer noch hier. Okay, es lässt dein Herz höher schlagen. Immer noch. Warik. Allein schon der Tür nahe zu kommen, lässt dein Herz höher schlagen. Die Realität wird nur zur Illusion. Das Meer und die Wellen sind nicht im Einklang. Das Licht der Welt ist weg und hat sich versteckt. Nur noch die dimme klopfende Schmerz in deinen kalten Händen behält dich am Leben, und hinter dieser Tür ist das größte Böse. Die Monsters es gibt keinen Zweifel daran, dass die Schatten ja,
Keine Ahnung, ich habe den ersten Teil des Satzes übersehen. Das ist es, das ist das Ende, Warek. Das ist doch nur Dr. Endenats Labor. Ja. Das hat jetzt nicht unbedingt so eine große... so einen großen Eintritt gebraucht. Gibt's hier? Nichts, okay. Mr. Brickwell, der Dungeon-Macher, hat dich hergeschickt, stimmt's? Und nicht nur das... Was? Wer? Mein Sohn? Oh, ich kann's nicht glauben. Ja, dein Sohn? Mein Sohn ist tot. Ich habe ihn getötet. Das stimmt. Sie sind alle tot. Jedes Wesen in Winters. Jedes Wesen auf der Erde. Nein, jedes Wesen im Universum. Ich habe sie zurück in die Zeit geschickt, damit sie verschwinden. Wenn ich nicht bei ihnen heute sein kann, wofür habe ich dann gelebt? Mein Leben ist bedeutungslos. Also Sie dort hast du. Oh! Oh Gott! Du bist hier gekommen, mich zu töten, oder? Ah! Ich! Nee, nicht! Töte mich nicht! Das Monster! Und du! Du! Der Held! Das stimmt! Du wirst mich jetzt töten. Deine Augen sind voll... sind voll von Mord. Dein... Oh! Diese Augen! Du bist... Es ist... Nein! Diese Augen sind zurückgekommen! Du bist zurückgekommen. Nun! Ich habe gerade den Prototypen dieser Maschine erfunden. Es generiert einen metaphysischen Raum im Verstand des Benutzers. Ich nenne diesen Raum Magicant. In ihm sind deine größten Wünsche, deine tiefsten Träume und deine größten Ängste. Innen liegt der ultimative Frieden. Die Welt ist tot und ich wurde verrückt von Rache und... Nee, warte, von Schuld und Wut. Bitte, bitte lass einen alten Mann in Frieden liegen. Rest in Peace ist ja Ruhe in Frieden. In Frieden ruhen. Lass mich... ist einfach verschwunden. Okay. Kann ich jetzt hoch? Nö. Soll ich jetzt die Maschine betätigen? Ah. Das ist der letzte. Während deine kühlen Finger an der warmen Maschine entlang gleitest, ist das Gefühl von dem Monster stärker als je zuvor. Das Monster hat deine Nase angegriffen und füllt deine Lungen. Endlich genau dort vor dir. Und du kannst das Messer in deiner Tasche fühlen. Es ist kalt und hungrig. Hier ist ein Monster und du musst es töten. Deine Beine wollen sich bewegen in Richtung des Monsters. Warek! Warek, du weißt, dass du immer eine Wahl hattest. Du hattest schon immer eine Wahl. Also was willst du tun? Was du tust, Warek, Teufelkiller, Geigerszerstörer. Was wirst du tun? Kill him. Ah. Ah. Okay, hier ist auch noch eine Lösung. Warek, das ist keine Option. Jetzt wähle etwas Echtes. Was wirst du tun? Warek. Das ist keine Option. Oh nein! Das habe ich zurückgedrückt! Ich wollte das nicht! Ich wollte das echt nicht drücken! Ah! Das kann man, wenn die Textbox nicht so schnell weg haben will. Blablabla. Naja, damit müssen wir jetzt leben.
Arik, das stimmt. Das ist, was du gewählt hast. Du hältst das Messer hoch und lässt es in die Maschine sinken. Das Klopfen wird schneller und dein Herz beginnt zu brennen. Du stichst es noch einmal und noch einmal. Blut kommt aus. Blut fängt an, auf den Boden zu fließen und von den Stichen, die du in die Maschine gemacht hast. Die Maschine klopft und klopft und schreit und schreit. Das Monster versucht, sich von seinem eigenen Sarg zu befreien. Du kannst hören, wie es versucht, vom Inneren seines kleinen Käfigs zu entkommen. Er schreit nach Hilfe, nach Gnade. Du stichst das Messer in die Maschine und nach einem langen Schrei hört das Klopfen auf. Beide deine Hände und dein Gesicht laufen rot an. Du reißt die Maschine, du reißt die Tür der Maschine auf und das Monster fällt auf den Boden. Er ist in einen Ball eingekrochen. Das Geräusch von Metall schallt tief im ruhigen Labor. Es ist die perfekte Stille. Du kannst nirgendwo hingehen. Deine Beine sind weg. Deine Arme sind weg. Dein Verstand ist weg. Du hast das Richtige gemacht, Warek. Es war wirklich mutig von dir, diese Wahl zu fällen. Wir brauchen Leute wie du, die solche Entscheidungen treffen. Du bist ein wahrer Held. Das Ende! Nein. Das wollte ich nicht wählen. Nein! Das akzeptiere ich nicht, Leute. Das akzeptiere ich nicht. Hätte ich doch nur ein Safe State gesetzt. Ah. Wo habe ich nochmal die Knöpfe hingelegt? Auf der Riesentastatur hier. Eigentlich alle so. Aber keiner von denen bewirkt was. Naja, ich habe ja auch noch die andere Wahl ausgewählt und da ist ja auch nichts passiert. Okay, das ist jetzt interessant. Wartet. Ah, okay. Irgendwie immer, wenn ich das mache, verschwindet meine Maus und dann muss ich das nochmal machen, damit die wieder erscheint. Und das brauche ich ja später, um die Aufnahme zu beenden, deswegen. Ich bin wieder hier. Das hat gespeichert? Hat es gespeichert? Ich mach trotzdem nochmal ein Save State. Okay. Irgendwas müssen wir jetzt dann doch machen. Ich glaube nicht, dass das das echte Ende ist. Das Einzige, was ich aber beeinflussen kann, ist diese Wahl da. Oben und unten? Nein, oben und unten ist nichts. Vielleicht hier? Nö. Warek, das ist keine Wahl. Was? Warek, du kannst nicht nichts wählen. Was machst du da? Wirfst du dein Messer weg? Ich habe B gedrückt, nur mal so gesagt. Ich hatte irgendwie gedacht, vielleicht muss ich einen anderen Knopf drücken. Dann habe ich einfach was gemacht und B gedrückt. Und das kommt, also ich denke mal, das ist dann die richtige Wahl. Was machst du da? Wirfst du ein Messer weg? Das ist die falsche Wahl. Du machst die falsche Wahl.
Du willst das Monster töten, warum öffnest du ihm die Tür? Deine Beine lügen dich nicht an, dieses Messer lügt dich nicht an. Warik, wenn du diese Tür öffnest, werden Raum und Zeit kollabieren. Im Inneren dieser Tür ist Magicant, sein Magicant, wenn du reingehst in diese Tür. Hör auf! Öffne es nicht, du! Warik, Warik, wach auf! Das ist alles nur ein Traum, oder nicht? Magicant? Dr. Ananuts Magicant. In Earthbound hat man ja Ness gesehen. Sieht aber irgendwie gleich aus. Obwohl, nein, da oben ist ein Weg, den gab es da früher nicht. Also, ich denke, das hier ist ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Das wird ja auch interessant. Also, wir sehen uns dann. Ciao.